Mein Name ist Katharina Trost. Ich habe es letztes Jahr bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha ins Halbfinale geschafft. Dieses Jahr wäre ich sehr gerne beim BKK Mobileuil-Lauftreff dabei gewesen, was aufgrund von Corona leider nicht möglich ist. Trotz der Pandemie sollte man sich natürlich weiterhin fit halten. Ich wollte euch jetzt ein paar Einblicke in mein Training geben und euch ein paar Tipps geben, um euren Laufstil zu verbessern und schneller und effektiver laufen zu können. Zum Aufwärmen kann man sich entweder kurz aufs Fahrrad setzen oder ein bisschen einlaufen gehen. Da es jetzt aber relativ langweilig ist, mir beim Einlaufen zuzuschauen, dachte ich, ich schnappe mir mein Springseil und zeige ein paar Übungen. Ich erkläre dabei, worauf zu achten ist und wie man die Übung perfekt ausführt. Es geht los mit Springen und einem Zwischensprung. Die Sprünge kommen eher aus dem Fußgelenk, nicht zu sehr aus den Knien. So, 10 bis 20 Stück. Danach direkt durchschwingen, ohne Zwischensprung. Auch so 20. Sprünge. Sollte nicht zu anstrengend sein, aber schon, dass der Kreis auch ein bisschen in Schwung kommt. Danach kann man wählen wie beim Skifahren. Immer von links nach rechts. Jetzt ein paar Gymnastikübungen, um einfach einmal komplett warm zu sein, damit wir dann später noch mehr ins Lauftraining übergehen können. Als erstes machen wir für die Schultern und Arme Armkreisen. 10-mal nach vorne. Und 10-mal nach hinten. Man steht ungefähr schulterbreit da und schaut, dass man große Kreise mit den Armen macht. Dann kann man auch noch die bisschen schwere Variante, Armkreisen jeweils gegengleich machen. Auch 10-mal in die eine Richtung und 10-mal in die andere. Also die Arme nach oben und einer fällt nach vorne und einer nach hinten. Okay, dann wieder vielleicht ein bisschen breiter als schulterbreit aufstellen. Jetzt kommt das Hüftkreisen. Dabei ist wichtig, dass der Oberkörper möglichst ruhig bleibt. Hier bewegt sich nichts, sondern eben nur die Hüfte rotiert wird. Auch erst in die eine Richtung und dann in die andere. Genau, dann stellen wir uns ein bisschen breiter auf. Jetzt ist auch nochmal so für den Rumpf und zwar man macht die Arme nach oben, geht mit dem rechten Arm zum linken Bein und mit dem linken zum rechten und schaut dabei dem Arm hinterher. Das spürt man auch ganz gut an der Oberschenkelrückseite, wenn man da ein bisschen Muskelkater hat. So ist langsam und dann kann man das ruhig ein bisschen schneller machen. Ein bisschen dynamischer. Und immer dem Arm nachschauen. Die nächste Übung kann man gleich so stehen bleiben. Die Arme gehen nach oben. Dann zuerst zum linken Bein, zum rechten Bein, immer nachfedern und in die Mitte. Wieder nach oben, man macht sich groß und wieder nach links, nach rechts und nach oben. Das merkt man auch, jetzt andersrum. Auf jeden Fall in der Oberschenkelrückseite
okay. Als nächstes machen wir einen Achter. Man kann Schwunggymnastik entweder sich einen Baum suchen und da machen, wenn man jetzt keinen Baum gerade da hat, kann man auch einfach die Arme wieder in Hüftstütz und dann einen Achter seitlich kreisen. Ist auch ganz gut fürs Gleichgewicht. Möglichst große Bewegungen, also nicht hier unten so klein, sondern große Bewegungen. Da wird auch nochmal die Hüfte mobilisiert. Große Achten auf den Boden malen. Auch andersrum. Genau. Dann anderes Bein. Und auch wieder die andere Richtung. Möglichst gerade stehen bleiben, versuchen nicht umzufallen, auch wenn es ein bisschen schwer ist. Das Gleichgewicht halten und die Achter auf den Boden machen. Genau, jetzt ein bisschen schwieriger, aber geht in dieselbe Richtung, machen wir unendlich Zeichen vor dem Körper, auch möglichst große Bewegungen. Schienbein, aber das kräftigt da die Muskulatur, beugt eben Knochenhautprobleme vor. Und auch wenn es wehtut, versuchen, immer nach oben zu drücken. Also große Bewegungen wie möglich, nur mit dem Fuß zu machen. Also es kommt wirklich nur von unten, nicht aus der Hüfte arbeiten oder hier mit dem Oberkörper, sondern nur am Boden. Genau, perfekt. Als nächstes
ist, kommen die bei uns, werden die Animal Moves genannt. Dazu machen wir am Boden verschiedene Übungen, immer so ungefähr eine Strecke von 10 Metern. Also das erste ist der Wurm. Dabei geht man nach unten, also erstmal die Hände zum Boden und dann krabbelt man langsam nach vorne, ein bisschen weiter als eine Plank und geht dann mit den Füßen hinten nach. Dabei werden auch wieder die Beine hier gedehnt. Und das ist auch eine Kräftigungsübung, weil man es vorne halten muss. Dann machen wir gleich wieder Rückzug, den Alligator. Der ist ein bisschen fortgeschrittener. Und zwar, man geht am Boden. Der eine, also zum Beispiel rechts, ist abgeknickt. Und der linke Fuß geht zum linken Arm. Und dann geht man so nach vorne. Vorne geht man immer ein bisschen in die tiefe Liegestützposition. Das Becken, also die Hüfte, sind parallel zum Boden. Und dann sind wir auch schon beim Ruder. Also Koordination. Wir machen zuerst ein bisschen Fußgelenksarbeit. Dabei ist der Oberkörper gerade, der Blick geht nach vorne. Die Arme sind entspannt neben dem Körper. Und man drückt einfach hinten die Fersen auf den Boden. Genau. Dann die nächste Übung ist das Anfersen. Und zwar kickt man mit der Ferse immer ans Gesäß. Man kann sich dabei ein bisschen Oberkörper nach vorne legen, ein bisschen Oberkörpervorlage. Einfach auch wieder die Arme entspannen, den Körper mitnehmen und anschlagen. Okay. Dann die nächste Übung, das machen wir das Unterfersen. Und zwar ist es hier wichtig, dass der Fuß geht vorne hoch, so hoch wie möglich, und die Ferse auch wieder ans Gesäß. Dabei auch wieder Kopf nach vorne, gerade. Vor Knie hoch und unterm Körper den Fuß aufsetzen. Genau, jetzt machen wir noch ein bisschen Kräftigung und zwar Prellhopser. Dabei nimmt man die Hände wieder in Hüftstütz und springt. Also die Füße kommen gleichzeitig auf und einer geht nach oben. Auch möglichst gerade bleiben. Man kann es ein bisschen flacher machen, zwischendurch ein bisschen höher. Dabei kann man machen. Genau. Und jetzt kommt die letzte Übung. Das ist meine Lieblingsübung. Und zwar der Seitengalopp. 10 Meter in die eine Richtung und 10 Meter zurück. Gesicht in diese, auf dieselbe Seite. Die andere. Dabei Fußspitzen anziehen und die Arme durchschwingen. Genau. Und zurück. Blick auf dieselbe Seite. Im Athletiktraining machen die Koordination auch oft mit dem Seil. Das kann man natürlich auch machen, dass man einfach einen Kniehebelauf mit dem Seil macht, Prellhopser mit dem Seil macht, Anfersen mit dem Seil macht. Das ist auf jeden Fall eine Stufe schwieriger, aber durchaus machbar. Was ich jetzt zum Abschluss noch machen wollte, ist einfach
Laufen mit dem Seil, beziehungsweise ein bisschen so Boxsprünge als Cooldown. Und man kann natürlich auch wieder sich aufs Fahrrad setzen oder stattdessen einfach auslaufen gehen. Okay, wir fangen an mit dem lockeren Laufen mit Seil. Nicht mehr zu schnell, einfach nur, um das Ganze abzuschließen. Einfach locker laufen. Ganz liebe Grüße, kommt gut durch die Corona-Zeit. Eure Katharina.